Moin zusammen, wir versuchen es nochmal mit dem Challenge-Mode und rein da. Ich mache mal direkt hier Licht im Wohnzimmer an. Könnt ihr ja nebenbei nach dem Knochi suchen und in der Garage das Licht anmachen. Der huntet? Schon. Oh, ich hab den Knochen. Bin am Versteck. Der ist hier hinten bei meinem Versteck. Das gibt's doch nicht. Das ist schon wieder normale Geschwindigkeit, oder? Nee. Komm, war der schnell? Das ist Krabbelgeist. Krabbelgeist. Ich glaube, das ist ein Küken, der war oben normal schnell, oder? Boah, ich hab nicht so. Ich hab's nicht so gut gehört. Kommt hoch, war der oben normal schnell? Ah, keine Ahnung. Ja, ihr müsst genau hinhören. Okay, lasst die elektronischen Sachen alle an der Tür erstmal liegen. Alles elektronische an der Tür lassen. An der Tür? Ja. Wo ging die EMF? Hier an der Tür? Na, ich mach's lieber nicht. Wir müssen hören, der Tür war ein ob der in der Nähe von den Sachen laut ist. Schnell ist, meine ich. Das ist auf jeden Fall ein schneller Geist. Wir können sehr viele Geister ausstreichen jetzt. Also, warte, ich schon mal. Was? Hand? Hä? Was war das gerade? Der hat das Licht da oben kaputt gemacht. Genau, Event. Der hat im Keller Licht kaputt gemacht. Und hier. Geh weg! Mach ein Foto! Mach ein Foto vom Geist. Wo ist der? Hier im Keller. Ich hätte ein Fotoapparat, würde ich mir machen. Ein Foto. Steht hier vor mir. Event. Scheiße. Okay, ich habe ein Foto gemacht. Super, komm, super, super. Bleib im Versteck. Die Hand ist ein Geräusch. Okay. Was war das für ein Geräusch? Die war am Singen da unten. So ein Mist, ey. Hast du kein Fotoapparat? Handelt sie? Nein, noch nicht. Stand so schön vor mir. Ich habe das Foto gemacht. Ja, super. Hat sie zählt? Ich hoffe. Ich bring mal Kurzis. Macht alle elektronischen Sachen aus. Wir warten jetzt noch mal auf den Hand. Kamera ist ja aus, wenn ich sie hinwerfe. Die elektronischen Sachen liegen alle am Eingang. Ich werde mich mal oben verstecken. Bleibt alle erstmal im Versteck, weil ich muss das mal hören, ob die hier oben langsamer wird. Muss ich die abwehren? Ja, ich muss die einmal abwehren, dann wehre ich die einmal ab. Wir haben noch Jin, Revenant, Hantu, Raichu, Morai. Du kannst eigentlich... Hantu kannst du durchstreichen, weil der Breaker an ist. Okay. Jin auch. Mimik ist noch drinne. Ja. Deochen ist raus. Raichu, Moroi, Mimik, Faye bleibt nur noch. Aber ich glaube, es ist ein Raichu, weil am Anfang klangen sie normal schnell. Warum huntet ihr jetzt nicht? Schon ein bisschen suspekt. Ich weiß genau, wenn wir jetzt anfangen, da Sachen im Keller aufzubauen, huntet sie. Ist sie im Keller? Mhm. Also. Gigi sagt, das Event war im Keller. Ich habe sie ja da auch stehen sehen. Genau. Ich kann mal. Ich bring mal einen Sensor hier rüber. Oh shit, die hat hier oben eine Tür angefasst. Was macht die denn jetzt hier oben? Ich leg mal die Kruzis hier hin. Warum ist die jetzt hier oben? Wo ist das andere Salz? Ich glaube, ein Salz ist noch im Truck. Glaube ich. Wo habe ich denn das eine hingetan? Ja, es liegt hier vor der Tür. Das ist natürlich sehr hilfreich. Mann, endlich. Sie kommt aus dem Keller wieder. Warum fasst die... Wow. Okay, sie muss hier hochkommen. Ist ein Raichu. Sie ist hier oben normal schnell. Definitiv ein Raichu. Ja. Hey, Ghosty. Hey. 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 Die war unten schnell bei euch, oder? Ja. Ja. Küken, in der Garage war sie schnell, ne? Mhm.
Okay. Fertig? Ja, jetzt könnt Raichu eintragen. Wir bringen schnell die Kruzis da runter und machen da Fotos. Ich habe sie gerade gesmatscht, also es ist etwas Zeit. Salz muss da runter. Kruzis. Ach Mist, die hat das Licht hier unten kaputt gemacht. Warte. Ach, Scheiße. Ich bring Salz da hin. Es war nur ein Event, alles okay. Ich bring mal eine Taschenlampe runter, dass wir da unten was sehen. Da sehen wir ja nichts. Nimm eine Kamera runter und Salz. Im Keller. Keller. Siehst du überhaupt was? Seid nur vorsichtig, wenn das ganze Elektronikzeug da unten ist, wird die natürlich da unten auch schnell sein, ne? Scheinlich da ist ja auch schon versteckt direkt. Die hat da was geworfen. Wann handelt ihr wieder? Wie viele Sekunden? Wir haben auch zufälligerweise alle Aufgaben. Ne? Ja, ich habe ja extra sie gerade eben gerufen, um sie abzuwehren, damit diese Aufgabe auch schon erledigt ist. Ach so. Ich habe jetzt keinen Smudgy dabei, aber die Grace Period ist ja sehr hoch. Also wir müssen die Kruzis fotografieren und das Salz und so. Ist ein Event, ist alles okay. Event. Ist nur ein Event. Die Tür ist noch offen hier oben. Ein EMF brauchen wir auch noch. Ist den Salz gestiegen? Nein. Ich höre doch Schritte. Doch, ist es. Ah. Nee, immer noch keine Hand. EMF. Und Salz ist auch. Ich Foto machen vom Salz. Ja, mach Foto vom Salz. Merk dir, welches du gemacht hast. Wo ist das andere EMF? Das muss an das andere Kruzi. Andere EMF? Weiß ich nicht. Beobachte die Kruzis auf jeden Fall. Die hat das scheiß Kruzi durchgefressen. Zwei Fotos machen. Warte. Hat sie es gerade gemacht, ne? Ja. Ja, okay, haben beide gezählt. Okay, 25 Sekunden hast du dann Zeit. So. Ich finde das andere EMF leider nicht. Das heißt, das andere Kruzi musst du beobachten, ob die da reinlatscht, ne? Ich suche gerade das andere. Ja, wo ist das denn? Da, die Dose, die Dose. Scheiße. Hier, mach von der Dose hier ein Foto. Ich werf die hier ans Kruzi, mach ein Foto. Die Dose hier. Foto. Hinten kannst du noch das andere Salz mitbringen, was da oben an der Treppe liegt. Ich habe keine Hände frei. Ah, das Kruzi. Meine Kamera ist alle. Salz, ja, hier, schmeiß sie hin. Da ist nur ein Foto drauf. Wo ist sie? Sprint. Okay, wir haben alle Fotos raus hier. Jetzt hauntet die. Nee, kann sie nicht. Die Kruzis liegen noch da. Reitschuh eintragen und Abfahrt. Endlich haben wir mal so einen Geist gehabt. Viel besser, ey. Heilige Reitschuh ist einer der besten Geister zum Rausfinden. Okay, habt ihr Reitschuh eingetragen? Nein. Doch, die Echo. Moment, es muss Reitschuh, ne? Sein, weil oben war sie langsam, als sie zu mir hochkam. Wo steht denn Reitschuh? Aha, unten da unten, ja, das Shop. Ja. Okay, erst da bin ich. So, dann habt ihr jetzt zwei von drei. Jetzt brauchen wir nur noch eins für euch. Yes. Cool, und wir haben ein Perfect Game. Ein Glück, dass sie ein Raichu war, ey. Ein Glück. Yes. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Okay, und gleich in die nächste Runde. So, wir hüpfen wieder eine Runde rein in den Challenge-Mode und mal gucken, wen wir jetzt hier haben. Schaut dann, dass ihr in der Garage das Licht schon mal anmacht. Ach, schade, diesmal ist hier kein Knochen, das wäre zu einfach. Wir hatten jetzt auch oft hintereinander Geister im Keller gehabt, ne? Ja. Ist aber eher jetzt auch öfter gewesen. Ist hier ein Knochen oder so? Ich gehe mal in den Keller. Wenn der Geist mir hier entgegengesprungen kommt, werde ich es ja merken. Oh, hier ist auch der Breaker im Keller. So, Versteck ist schon mal offen. Ich lasse die Türen hier unten mal offen.
Okay, ich habe hier unten irgendwo einen Knochen gefunden. Keinen? Nein. Oben ist ein Versteck. Oben die sind rechts. Überall die Verstecke, hier bei den. Achso, ja, stimmt. Ja. Hier hat er was geworfen. Hier, das Zimmer, hier ist er drin. Ah, Airball, kein Oni. In welchem Zimmer? Kiki, geh da raus, da ist noch kein Kruzifix drin. Wenn du oben hinkommst, das linke Ritte Zimmer. Da hat er Zeug geworfen. Hier müssen Sensoren rein, hier muss eine Kamera rein, hier muss ein EMF hin. Ein Kruzi liegt schon, verstecken hier drinnen zur Not. Oh, oh, Kruzi ist schon angeknabbert. Schnell, hol eine Kamera und mach zwei Fotos davon. Warte, ich nehme eine mit, wenn ich... Habe ich eine? Ja. Hab schon. Okay, einer kann... Ah, falsches Thema. Einer kann ja nach dem Knochen suchen. Ich mach das. Der kann nur noch im Rest des Gebäudes sein, wenn dann... Ah, ich hab den schon. Okay, hier liegt eine Kamera, falls du ihn fotografieren willst. Ja, ich hab schon. Okay, Salz muss noch hier hoch. Was noch? Eine Kamera und noch ein EMF. Was brauchen wir noch? Noch was? Oh, nächstes Kruzi. Scheiße. Ich weiß nicht, wo sind die Verstecke? Okay, dann nehmen wir das. Ich brauche eine neue Fotokamera, die hier ist alle. Ah, ich hab schon eine, ist okay. Scheiße, jetzt habe ich sie despawned, weil ich das Licht anmachen wollte. Scheiße. Ich wusste nicht genau, wo sie war. Es ist kein Wraith. Kein Oni, kein Wraith. Okay. Wir müssen die Kerze hier anzünden. Sie handelt. Scheiße, sie kommt von da irgendwo. Ich smudge einfach. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Das ist wieder normale Geschwindigkeit natürlich. Kann das nicht mal ein Revy sein? Sie ist irgendwo außerhalb gespawnt. Sie ist, glaube ich, aus dem Raum rausgelaufen. Vielleicht ein Meer, der vom Licht weggelaufen ist. Die wirft aber ordentlich. Okay, ist vorbei. Wir müssen ein paar Items stapeln, um zu gucken, ob es ein Holti ist. In der Hand. Okay, die Fotos, die sind soweit durch. Wir brauchen noch ein Geisterfoto. Hier liegt eine Kamera, Küken, ne? Ja. Hier vorne, hier bei den Salzfüßchen. Ich hole mal schnell noch ein Smudge, nur für den Fall. Ich glaube auch nicht, dass das ein Spirit ist. Den Knochen hast du schon versorgt, ne? Nee, du hast die Knochen schon versorgt? Ja. Okay, ich richte die Kamera mal so aus, dass sie auch die Türen anschaut. Scheiße, hierher, schnell, macht ein Foto. Scheiße. Sie steht auf mir, ich kann mich nicht bewegen, kommt. Schau nach oben. Mach die Tür auf und mach ein Foto direkt. Schnell. Mach ein Foto. Na, zu spät, sie war weg. Ah. War zu spät. Ich konnte mich nicht bewegen, weil ich sie sonst wieder despawned hätte. Macht mal ab und zu hier Lichter an, um auf. Jo. War das ein brutaler Wurf? Ja. Was hat sie geworfen? Den Schuh? Ist da hinten hin? Ja. Das ist, glaube ich, diesmal wirklich ein Polti. Ich guck mal kurz in den Truck nach Aktivität. Ja, aber den wirst du nicht so sehen hier. Ist aber schon hochgegangen. Holt mal noch eine zweite Videokamera hier hoch. Zweite Videokamera. Wir müssen Items stapeln. Die Kamera von außen in den Raum gucken lassen, dass wir die Items sehen können von der Kamera aus.
Ist das Fotoalbum schon voll? Ja, das ist voll, aber wir brauchen noch das Geisterfoto. Du hast die Kamera, oder? Ja. Okay, wenn sie auftaucht, machst du ein Foto von ihr. Okay, ich war hier mit einem Feuerzeug, kein Onryo definitiv. Was war das für ein Wurf? Das war auch ein sehr krasser Wurf. Wow, das ist bestimmt ein Poltergeist. So was macht nur ein Poltergeist eigentlich, wenn ich das werfe, das in der Luft abwehren. Ja. Der, das ist so ein Poltergeist. Schau mal. Oh mein Gott. Ey, der hört gar nicht auf, dieses Aktivität Handy zu werfen. 10. 10? Ja, aber nicht in einem Anstieg. Nee, ja, da in einem Anstieg zählt nicht. Ich glaube, das ist ein Poltergeist, weil die hat jetzt zweimal in der Luft das Handy abgefangen. Das ging ja schon bis zu 10. Man kann die Items sehen auf den Kameras, oder? Warte. Die sieht man hier liegen, ne? Ja. Okay. Okay, die könnte jetzt auf meinem Arsch handeln. Ich muss aufpassen. Show us, was ist sein? Ich mach mal das Licht aus. Damit die Aktivität höher geht. Ich muss das beobachten. Show us, was ist sein? Are you here? Show us. Du mach nicht die Kerze aus, dann sehe ich doch nichts. Show us, was ist sein? Show us. Show us. Show us, was ist sein? Show us. Show us. Na los, komm. Ich glaube, das ist diesmal ist es wirklich ein Poltergeist, denke ich mal. Ja, sag mal, lässt du mal die Kerze in Ruhe? Man darf aber auch keinen Tunnel Vision hier machen. Hantu ist raus, Deochen ist raus, Moroi, Raichu ist raus. Seht ihr sie auf der Kamera? Seid ihr nicht im Truck? Wo seid ihr denn? Ich war die ganze Zeit allein hier oben, also. Guck mal, wie sie die Items wirft. Ob sie sehr viele wegwirft. Eigentlich gar nicht, ne? Bis jetzt? Hm. Die ist nicht im Raum. Achso, die ist nicht im Raum, das wäre. Nee, die ist rausgeflitzt. Die ist auch, glaube ich, nicht im Raum hier gespawnt, denke ich mal. Wo ist das Thermo? Was haben wir schon Beweis? Ich komme mir hier ein bisschen vor wie bei einer Solo-Mission. Hm. Zur Schrein kommen? Wir haben keine Beweise, das ist ein Null-Beweis-One. Achso, das ist der Challenge-Mode. Shit! Sie auf meinem Arsch gespawnt. Vorsichtig, sie ahnt. Die kommt. Ja, die hat schon relativ viel geworfen. Ja, hat sie? Sie ist auf jeden Fall diesmal aus dem Raum gekommen. Ja. Hat die die Häufchen da zerlegt, als sie vorbeigelaufen ist? So, also viel ein bisschen schon, ja. Ja. Wir müssen mal warten, dass sie es von sich aus macht. Du hast schon einen Beweis? Was war das denn? Hat aufgehört. Wir kriegen keine Beweise. Das ist ein Null-Beweis-Durchlauf. Null-Beweis? Ach so. Das ist doch der Challenge-Mode. Den müssen wir so rausfinden, den Geist. Ach du Scheiße. Ohne Beweis? Ja. Ach du Schande. Was meinst du, warum das so oft daneben Aber ich kann jetzt mal die Affenfoto benutzen. Ach, Mann. Oder wie das heißt. Die hat hier so viele Items und was macht sie? Macht sie das scheiß Radio an. Ja. Oder soll ich? Noch nicht. Noch nicht. Etwas später vielleicht. Du kannst sie schon mal holen, wenn du willst. Wow, das war wieder ein Überwurf. Schmeiß sie ganz schön. Ja, ja. Ich werde sie mal so smudgen. Ich würde sagen, Poltergeist. Hast du sie gesmudged? Seht ihr die Items? Beobachtet die jemand? Ja, ich. Okay, ich hole mir schnell einen Smudge. Event. Kannst du ein Foto machen? Hast du ein Foto? Nö. Mhm. Hier, hier war noch ein Fotoapparat. Warum hast du denn bitte noch... Ja, nimm mal bitte eine Fotokamera mit. Das wäre jetzt... Schnell, bitte! Komm schnell mit der Kamera hier hoch, bitte! Oh!
Hier ist aber nicht so eine. Mama, du hast die. Geht noch. Hier, was soll ich fotografieren? Ich habe eine gefunden. Ja, ist viel zu spät. Sie ist schon lange despawned. Ja, der Tino, der schmeißt einfach die. Lass die Kameras jetzt bitte auf der Hand. Na, jetzt ist es eine scheiß Airball. Kannst du mir jetzt eine Kamera geben, Mama? Hier liegt eine oben, Küken, bei mir. Nur ein Bild drauf, da hast du hin geschmissen. Ein Bild. Otto, Alter. Ah, hier. Ja. Ich versuche das Parabol nebenbei zu bekommen. Schnell, jetzt! Wo waren die? Da kommt ein Airball. Oder auch nicht. Die rastet gerade total aus, weil ich sie gesmatcht habe. Ich hätte jetzt aber lange nicht mehr gehuntet, ne? Na, endlich. Jetzt habe ich den Whisper. Weißt du was, Küken? Ich mache jetzt mal was, aber es ist riskant. Halt dich mit der Kamera. Ja. Dankeschön. Okay. Hey! Nino, das ist ja, wenn du stirbst bei dem Mod. So, nachher, wenn die fertig ist, hältst du die Kamera bereit. Also ja, wenn du stirbst. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Poltergeist ist. Keine Ahnung. Also im Moment hat sie keine Sachen mehr geschmissen. Ja, nix. Also, die wird jetzt gleich hier auftauchen und du machst ein Foto von der und danach gehst du ins Versteck. Okay. I wish to see the ghost. Wo ist die? Hä? Willst du mich verarschen? Mach ein Foto, wenn sie hier reinkommt. Die war unten irgendwo. Die Map ist so verbuggt. Hey! Foto! Go! Hat hundertprozentig nicht gezählt, ne? Warum denn nicht? Egal, wir lassen es mal fahren. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Wir fahren einfach mit Poltergeist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist. Das einzige Mal, wo mir das passiert ist, dass mir ein Item in der Luft abgefangen wurde, war beim Poltergeist. Jetzt habe ich, so eine eingeschränkte Sicht leider gerade. Was hatte die Taschen am Pan? Ja, etagenübergreifend wissen die das nicht. Das ist jetzt leider ein Klöster. Warum war die denn nicht hier oben, weißt du? Was für eine Scheiße. Ja, kann. Ich habe auch nichts. Das ist so ein Scheiß. Die Items hat es aber noch nicht explodieren lassen. Ist ja im Geisterzimmer. Weißt du warum? Ja toll, jetzt macht sie hier ein Event. Da nützt jetzt auch nichts. Nützt jetzt auch nichts mehr. Ja, ein 1-Sekunden-Event. War halt wirklich nur eine Sekunde lang. Ja, es war ein bisschen länger als eine Sekunde. Show us, give us a sign, are you here? Show us, are you here? Give us a sign. Can you do something? Show us. Ich hab eh keine Schüsse mehr auf meiner Cam. Show us, give us a sign. Are you here? Show us. Schmeiß die Cam weg. Die schmeißt immer nur einzelne Items. So ein Mist wieder. Hab ich dich. Hä? Spirit. Aufgaben sind alle durch. Ja. Definitiv kein Spirit. Fotos sind auch alle durch. Ich glaube auch nicht, dass das ein Yokai ist. Yokai, hello, 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 ghosty, ghosty, ghost, ghosty. Schon fertig? Ja.
Wird zu schwer. Ghosty, 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 ghosty. Hello, 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 hello. Hörtet immer noch. Hello, 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 ghosty, 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 ghosty. Hello, 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 ghosty. Vorbei. Die Items hat's aber immer noch nicht hochgehen lassen, ne? Ich glaube nicht, dass das ein Djinn ist. Ich glaube auch nicht, dass das ein Phantom ist. Die ist nicht verschwunden. Orb ist keiner da, ne? Nein. Doch, Orb. Tino, guck mal nach Orb. Ich meine, ich hätte eben Orb hier sehen. Also ist Mimik auch raus. Okay. Ach Gott. Oh Gott, das war auf der anderen Seite. Leck mich doch am Arsch. Ich hasse diese Radios. Oh, ey. Schwer. Sehr schwer. Mein Ding ist es, glaube ich, auch nicht. Dafür ist er zu laut. Yokai muss ich gleich testen. Könnte auch trotzdem noch ein Poltergeist sein. Ja, das ist ja das Problem. Ich teste auf Yokai, mein letztes Match. Hello, Ghosty, hello, 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 Ghosty, 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 hello, 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 Ghosty, Ghosty. Auf der kommt. Ghosty, Ghosty, Ghosty. Aus dem Geisterzimmer. Wow. Die war aber plötzlich da. Kein Yokai. Ich hab keinen Plan. Ich hab wirklich keinen Plan, was die ist. Ich glaube, das war der letzte Smudge, ne? Ja. Denke schon, ja. Shade denke ich mal nicht. Spirit auch nicht. Dämon, ne? Ich weiß es nicht. Also. Nimm am besten jeder von uns einen verschiedenen Geist. Und Salz getreten ist die aber schon längst, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, ja, das ist ja das. So schlimm hat sie die Items jetzt hier auch nicht verwüstet, ne? Also. Ey, ja, ja, das ist das ja. Was wird mir ja sagen? Ich habe diesen Zehnerausschlag gesehen da unten, ne? Das ist vielleicht ein Banshee, ja. Schon wieder dann Banshee. Dann kommt mal bitte alle rein und versteckt euch irgendwo. Okay. Noch wirkt der Smudge. Ich brauche eine Taschenlampe. Ich werde mich jetzt opfern. Ich teste jetzt auf Obake. Weil hier ist ja kein Smudge mehr. Versteckt euch und falls es ein Banshee ist, wird sie mich ja wohl nicht umbringen. Aber ich denke mal, es ist kein Banshee. Hast du das gehört? Ja. Boah, ich muss schnell raus. Bleibt auf jeden Fall im Versteck. Es ist ein Poltergeist. Kommt raus, kommt raus. Raus? Ja, raus, raus, raus. Ich habe keinen Smudge mehr. Falls die huntet, lauft einfach in die Garage. Lauft in die Garage, Garage, Garage. Geh zurück. Sie hat mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Es ist ein Poltergeist. Sie hat gerade die Explosion gemacht. Tino, du sagst, lass mich doch rein, Tino. Geh in den anderen Schrank. Ghosty, Ghosty, Ghosty. Hello, hello, hello. Ghosty, bin dran, ist gut. Ich versuche sie zur Tür zu locken. Hello, hello, hello. Oh, bin gerade noch. Oh, nee, sie kommt zurück zur Garage. Hm. Ist ja klar. Ghosty, 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 Ghosty. Ich kann sie leider nicht von euch weglocken hier. Ist egal. Sind im Versteck. Hast du dich versteckt? Ja. Ghosty, Ghosty, Ghosty. Hello, hello, hello. Weißt du, da wartet man ewig auf so eine Explosion. Da macht sie es nicht. Und dann macht sie es, wenn man unten ist, weißt du? Ja, Ghosty, echt. Ghosty, Ghosty. Hello, 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 hello. Ghosty, Ghosty, Ghosty. Jetzt ist das ein Cursed Hunt, braucht ewig. Okay, ihr könnt rauskommen, ihr habt 25 Sekunden. Ist ja lang. Poltergeist eintragen und Abfahrt. Hatte ich auch schon von Anfang an im Verdacht. Ja, der hat sich auch wie ein Poltergeist verhalten, aber ich war nicht sicher. Also das ist wirklich der einzige Geist, der das macht, wenn ich ein Item werfe, der das in der Luft abfängt und wirft. Habt ihr eingetan? Ja. Okay, das wäre dann jetzt der dritte richtige für euch, ne? Wenn es stimmt, ja. Das heißt, ihr müsstet jetzt die dicke Kohle kriegen. Müsst ihr mal schauen. Ups. Ja,
Ja, ja, aber ja, es war auf jeden Fall ein Multithrow. Ich habe es ja gesehen auf dem Board. Und ich habe es ja auch gehört. Der hat da alles hochgehen lassen da oben. Wieso haben wir kein Perfect Game? Hm. Egal. Habt ihr den Knochen vergessen zu fotografieren? Nee, der Knochen, der ist da. Nehmt, selbst wenn man den nicht fotografiert. Die anderen Fotos müssen alle 3 Sterne sein. Ich krieg the right 1000. Ja, jetzt könnt ihr die dicke Kohle scheffeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.